Hallo, ich bin Fiona, 14 Jahre und heute zeige ich euch die Deutzer Kirche. Seit wann Deutsche eine eigene Kirche hat, weiß man nicht genau. Was man aber weiß ist, dass schon 1550 Gottesdienste in Deutsche gehalten wurden. Aber meine Kirche ist schon besonders und das zeige ich euch jetzt. Hallo Philipp. Ah, hallo Fiona. Kannst du uns vielleicht unsere Kirche zeigen? Oh, selbstverständlich. Sie ist besonders hell und schlicht gehalten. Was sind das eigentlich für seltsame Zeichen an der Wand? Das ist moderne Kunst aus dem Jahr 1997. Die handgefertigten Glasobjekte sind links außen als uraltes Zeichen für Gott. Die folgenden sind als positive und negative Kreuzform anzusehen. Schau mal hier die Tafeln, das ist was ganz Besonderes. Das sind sämtliche gefallenen Soldaten aus Deutschland. Von 1814 bis 1945. So, und jetzt zeige ich dir unsere Orgel. Hallo Sabine. Hallo Fiona. Du bist ja hier die Organistin. Ja, das ist richtig. Kannst du uns vielleicht sagen, wann die erste Orgel in die Kirche eingebaut wurde? Du, das ist schon lange her. Die erste Orgel wurde hier eingebaut in 1842. Und das war ja für die damaligen Zeiten schon was ganz Besonderes. Und die Orgel hat nicht lange gehalten, gute 50 Jahre. Und da gab es hier eine große Dürre, 1911. Und in 1912 aber gab es schon eine neue Orgel. Die wurde gebraucht, aufs Künftige Jahr gebracht, also 6 Kilometer weiter von hier, konnte man dann gleich im Folgejahr, also wieder nach der Mitte Orgel singen. Eine Dorforgel mit 2 Manualen, mit einer besonderen Tastatur, die man ganz schnell drücken und wieder hochziehen kann. Kannst du uns vielleicht etwas vorspielen? Soll ich das machen? Ja, bitte. Mach ich gern. Möchtest du dich vielleicht setzen? Oh ja, vielen Dank. Jetzt geht es aber in den Turm. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Wir hätten nur 2. Die mittlere ist die älteste, von 1635. Das ist ziemlich cool, denn sie ist 383 Jahre alt.